Ja, Leute, willkommen zu meinem ersten Let's Play und dieses Let's Play wird vollständig beendet werden. Nicht so wie Pokémon Heart Gold und Zelda eine Minish Cap. Ja, wir fangen sofort an. Ich werde das auf 200 Speed spielen. Ja. Am Anfang ist immer das gleiche. Ja. So, wir sind ein Junge. Und wir heißen TSA. Was ist F? So. So, wir sind in Wurzelheim. Und dann kommen wir schrumpfen jetzt. Und wir sind jetzt ein Bug. Auf der Kiste ist ein Pokémon-Logo. Es ist ein Umzug und Lieferservice. So, wir sind jetzt angekommen und da kommt sofort unsere Mutter. Den wir sind ja gezogen. Ja. Hugo, Hugo, Hugo. Fugi, fickt ihr da doch jetzt was? Sieht so aus. Dann muss ich jetzt hier oder schon. So, wir haben jetzt so viele Zahlen. TSAF, der Supermanfreak. Wie gefällt dir dein neues Zimmer? Gut, alles ist wunderbar aufgeräumt. Auch im Erdgeschoss ist alles komplett angerichtet. Pokémon-Umzugshelfer sind schon praktisch. Oh, du solltest prüfen, ob dein Schreibtisch vollständig eingeordnet ist oder aufgeräumt ist. Und ja, hier ist ein Trank. Das ist ein Nintendo GameCube. Ein Gameboy Advance ist angeschlossen. Und dient als Controller. Geh doch rein. Mit oh oh oh. Jetzt sage ich jetzt oh oh oh. Oh, TSAF, TSAF. Schnell, komm schnell her. Da ist die Arena von Blütenbox City. Sarah Fati ist im Fernsehen. Interview. Das war unser Reportage über die Arena in Blütenburg City. Mutter, oh, schon vorbei. Ich glaube, Fatih war im Fernsehen und wir haben ihn verpasst. Schade. Ach ja, eines von Fatis Freund lebt hier. Professor Björk ist sein Name. Er lebt gleich nebenan. Daher solltest du ihn hinübergehen und dich vorstellen. Okay, machen wir das. So, jetzt werden wir verhört. Und da liegt ein Pokéball und ja, da kommt unser Rival. Was? Wer bist du denn? Punkt, 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 Punkt. Ach, du bist TSAF. Du bist heute hierher gezogen. Ich bin Maike. Schön, dich kennenzulernen. Ich habe diesen Traum, mit Pokémon in der ganzen Welt Freundschaft zu schließen. Ich habe schon über dir gehört. Mein Vater, Professor Birk, hat mir von dir erzählt. Habe gehofft, dass du nett bist, TSAF, und wir Freunde werden. Ist das nicht albern? Ich habe dich doch gerade erst kennengelernt. Oh nein, das habe ich ja total vergessen. Ich sollte Fatih doch helfen, ein paar wilde Pokémon zu fangen. TSAF, wir treffen uns später. So. Der Pokéball gehört mal gelassen, besser liegen. Wieso denn? Ja, sehr, genau das gleiche. So, dieses kleine Mädchen hat jetzt Angst und ja, Hilfe! Hilfe, du dort drüben, bitte Hilfe! In meinem Beutel, da findest du Pokébälle. Küken Flemmi, dann hier einfach Lehmhüpfer, Hydropi und Gegenbau. Gegenbau ist das schlechteste Programm für mich. Dann kommt Flemmi dran und das beste Start ist Hydropi und das nehme ich auch. Ist einfach so. So, Zettel. Boom. Hola. Ja, ich wollte euch sagen, dass ich jeden Tag ein Video hochlege. Jeden Tag ein Video.
höchstens 2 Videos, aber nie. Ich mache immer ein Video, jeden Tag. Außer ich bin krank oder ich bin weg oder so. So, wir haben jetzt Professor Berg. Der Vater hat mir schon viel über dich erzählt. Ich habe auch erfahren, dass du noch kein eigenes Pokémon besitzt. Aber wie du eben gekämpft hast, diese Gelassenheit in deine Adern fließt wirklich das Blut deines Vaters. Als Dank dafür, dass du mich gerettet hast, möchte ich dir das Pokémon schenken, das du bei dir benutzt hast. Er hält die Robin. Professor Berg, willst du den Hydrobe einen Kursenamen geben? No. Wenn du dich mit Pokémon beschäftigst und Erfahrung sammelst, wirst du mit Sicherheit, bla bla bla, kann ich lesen. So. Jetzt müssen wir hier hoch und zu Maike gehen. Und dann will es Vivienne und das ist auch unser erstes wildes Pokémon sozusagen, außer Zigzags. Besiegt, total Volltreffer. Weißt du, was für ein Wesen das hat? Sacht. Ah, ein Versuch, das ist gut. Ich finde es immer gut, dass der Angriff hochgeht. Wenn die Verteidigung hochgeht, dann für dieses Ding. Vaupel. Oh Gott, das war jetzt schnell. Ja. Level up. Limbschelle. Das ist nicht so eine gute Attacke. Wenn wir bei Level 16 sind und uns entwickeln, dann kriegen wir Lebensschuss und das ist schon eine viel bessere Attacke. Und wenn wir jetzt die ansprechen, hi, ich arbeite in einem Pokémon-Supermarkt. Kommst du bitte einmal mit? So, jetzt zeigt sie uns das Pokémon-Supermarkt. Und ja, wir kennen einen Trank geschickt. Ja, wir können noch nicht rennen, wir haben noch nicht die Turbo-Täter. Oh, scheiße. Ein Wingull. Wir werden dann einen Wingull noch treffen. Mit deinem Opa. Ja, sag mal, zusammen. Wow, wie sieht das nur so? Ah, ja, schon klar. Oh mein Gott. Ey. Müssen wir mal wieder bitte treffen? Ah, Mann, mein Angriff ist... Nee, oder? Das muss ich jetzt schnell machen. So. Maike, du bist jetzt dran. Gigabo, what? Ich hab noch nicht doppelt. So. Wir sind 2 Level höher, aber wir haben. Oh. Wie ist jetzt das Risiko? Und besiegt. Geil. Geil. Und Level 8. Level besiegt. Trainer Maike. Wir haben 300 Poké-Dollar. So, jetzt haut sie ab. Wir gehen teilen. Und da unten ist sie schon wieder. Der sei hier entlang. Lass uns nach Hause gehen. Okay. So, ja. Das war der erste Part von meinem Pokémon Smaragd Let's Play. Ich hoffe, das hat euch gefallen und wir sehen uns dann im nächsten Part, Leute. Ciao.